Guten Morgen, Sonnenschein. Wie geht's? Alles okay? Wie geht's, Salman? Alles gut? Alles da? Ja. Sei guten Morgen. Also, guten Morgen. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass du auch. Champion! Ja. Du hast mir den Arsch gerettet. Ja, gerne, Bruder, gerne. Fast schon Kontrolleur. Ich dachte mir, er kommt nach und ich krieg mal erst. Ist schon ein Leben lang Schwarzfahrer. Ich sag nicht schnell. Ich kann mich noch erinnern, vor 10 Jahren hattest du keinen Fahrschein mehr. Du hast wirklich schon wirklich Fahrscheinkontrolle. Fahrscheine bitte! Sag mal was, Tamila. Was würde ich dir sagen? Wie fühlst du dich? Was machen wir? Runter. Bruder, wir gehen runter, fliegen runter, hocken ihn aus und kommen zurück. Spazieren dort. Also es wird gekämpft in Stand-up, kein Boden. Stand-up. Distanz, Stand-up, schlagen zurück, schlagen zurück, schlagen zurück. Mein Plan ist, egal wie, du musst sein Gesicht treffen. Du musst so oft wie möglich sein Gesicht treffen. Schlag ihn ins Gesicht, ganz, schlag ihn ins Gesicht, egal was kommt, auf Boden, wenn er dich hat, schlag ihn ins Gesicht. Er will Takedown machen, verteile ihn und schlag ihn dabei ins Gesicht. Ganze Zeit. See the walls be rocking, June Bagger. Das ist ein guter Plan. Ja. Du wirst eh mit mir kämpfen müssen. Mir Titel abgeben müssen, aber weißt du, mit Respekt. Das ist ein Spiel, weißt du, ein Nehmen und Geben. Sport. Ja, Sport. Ja. Und, Salman, wann machst du Debüt? MMA. Nächstes Jahr, Bruder, habe ich ihn gesagt, ja, aber du musst trainieren. Ich habe ihn gesagt. Eri, 1. Oktober Debüt. Eri? Eri hat ersten Profikampf. Ersten. Bruder, weißt du, ja, er ist zu weit vorne schon. Er haltet mich auf dem Boden mit seinen 70 Kilo. Das Ringen, was er hat, ist halt eine andere Liga. Ja, andere Liga. Ja. Ego haben wir jetzt auch auf dem Flughafen getroffen. Frisch aus Dänemark. Das ist mein Gegner. Diesen Kampf haben wir gemeinsam. Zwei Champions. Er kämpft zuerst, dann komme ich. Alles Gute auf jeden Fall. Danke, Bro. Ja, das ist eine Lösung. Noch eins? Ja. Sogar ein Filter habe ich drauf gegeben. Ja. Luca. Wir sind ready. Wir sind bereit, ja? Wir sind ready. Ja, yeah. Yeah, ready. Ich sag, ich will das tragen, Bruder. Ich will das sagen. Ich stehe drauf. Meine Zahn liegt auch auf. Tamilan, was sagst du zur Maskenpflicht im Flieger? Bruder, wenn ich sterbe, wenn ich ersticke heute, dann ist die Maskenpflicht. Scheiße, sag ich, nicht gut. Nicht gut, ne? Oder wirklich scheiße. Kann man ruhig sagen. 6, nächste. Na, XL. Let's go. Ja, da, wo XL steht. Das glaubst du. Das ist wirklich unser. 6A und 6B. Andere Seite, da rechts. Ja. Scheiß Maskenkrieg. Ja, es geht los. Wir haben einen Sitz mehr frei. Ein Sitz ist schon für den Gurt. Ja.
Milan. Was sagst du? Gran Canaria. Bruder, ich fühle mich gut. Komplett andere Atmosphäre. Man fühlt, du bist irgendwo anders. Es ist mehr in der Nähe. Warme Atmosphäre. Sehr gut. Jetzt gehen wir was essen. Geh mal. In Gran Canaria. Ein Österreicher haben wir auch da. Er kämpft da bald. Wann ist das? Also das war schon. Zum Gewichtkarten schickt man dich da rein, Bruder. Ja, verdammte Scheiße, Alter. Zack, 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 und halber Kilo ist weg. Nimmst du auf? Ja. Bist du, Tepper? Ja, aber jetzt, aber warte, in 4-5 Stunden, da wird es ziemlich ein bisschen. Es ist 22.15 Uhr und Tamilan geht jetzt ein bisschen Gewicht abkochen. Boxen. Ja, ein bisschen Boxen am Strand, laufen. Morgen um 10 Uhr ist Abwaage, also 10 bis 13 Uhr hat er Zeit. Salman, gehst du mit Tamilan? Nein. Was mit dir? Ich komme eh mit. Aber laufen kann ich nicht. Nein, wir gehen Boxen. Das ist guter, Bruder. Ich filme euch. Bist du ready, Tamilan? Bruder! Da, Bruder! Ein bisschen runterschwitzen, damit wir morgen nur noch 1-2 Kilo haben. Genau, 4 Kilo, okay. 4,2 Kilo haben wir noch. 4,1. The Hustler's Ring. 2 Kilo noch. Er kann nicht sagen, gekommen, Support ist da. Auf jeden Fall. Tamilan ist da vorne, macht sein Gewicht. Die letzten Gramme. Also wir haben gerade Nachrichten bekommen. Kampf wird nicht stattfinden. Due to the meteorological condition, so the event, the government of Canary Islands is recommended to close, to cancel all the event. So it's not up to us. For us, the easy is to continue with the event. Yeah. Everybody's here, we pay for everything, we pay for the ticket. So everything is done, all the fighters do the work. But the government is recommended, strongly recommend to cancel all the events due to the meteorologic conditions, something like a tornado. Yeah. And it could be dangerous for the people in the street, in the events, or for the security. We have been forced to cancel it. Okay. And the event is going to be in November. November. Same car, same fighters, everything is going to be in November. Okay. Thank you very much. You're welcome. Also der Kampf ist abgesagt und wir wissen jetzt nicht einmal, ob wir zurückfliegen können. Es gibt ein offizielles Dokument. Fuck, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich glaube Salman vielleicht. Ja. Mit der Hilfe von Erkan. Tamilan, ich glaube, das bedeutet, du bist im Urlaub, oder? Ja, ich will das nicht wahrhaben, dass ich jetzt 3 Tage lang gelitten habe für Tornado. Für dieses Tornado, ja, gönn dir. Bro, du hast es dir verdient. Gewicht wurde gemacht, du hast es dir verdient.
alles hat gepasst, Bruder, aber Tornado. Aber schau Wetter an. Bruder, das ist für mich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich zu Hause so, Vater, hallo, alles gut, ja, vorbereitet, aber Tornado hat, weißt du, ist dazwischen gekommen, was ist dazwischen gekommen, Tornado. Hallo Freunde, dadurch, dass es eine Tornado-Warnung gab, wurde der Kampf, das ganze Event auf 12. November verschoben. Danke fürs Zuschauen und bleibt noch gespannt, was noch kommt.